Was geht, Leute? Mein Name ist Enor Fox und es ist wieder soweit. Wir gehen wieder ins Ödland in Fallout 4 VR. Lang ist es her. Irgendwann mal hat mich der Reiz irgendwie verlassen, Fallout 4 zu spielen. Aber jetzt ist es wieder soweit. Für ein paar Folgen. Aber wir schauen wieder rein und besuchen das Ödland, entdecken neue Waffen, neue Kreaturen, lassen Claire wieder für uns arbeiten. Und ich hoffe, es wird spannend. In diesem Sinne, bis gleich. So, das ist unser Ziel. Lange ist es her. Jetzt pisst es auch noch. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, aber Roboter wahrscheinlich. Deswegen gehen wir... Oh, fuck, leckt es. Okay, so arg hat es noch nie geleckt. Ob es am Regen liegt, ich bezweifle es. Aber ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Und das System wird ja nicht jünger. Aber das Spiel lässt es büßen, indem es Frame-Drops zulässt. Oh, da muss ich mal gucken. Gucke ich gleich mal, aber wir haben hier Roboter. Jetzt wieder Zeit, mal Claire zu nutzen. Eins, zwei. Ich glaube, drei habe ich gesehen. Gucken wir mal. Wie ging das nochmal? Gut, dass ich eine Funktion eingebaut habe. Give me a Claire... Nein. Give me a combat chance tutorial. Here is a short tutorial for the combatants. Tell me the amount of enemies separated with a command and or confirm with calculate. After that, tell me the environment status of the enemies. Okay, dann versuchen wir das mal. Give me a combat chance. Okay, give me the variables. Free Mr. Gutsies. Calculate. Environment value. Around building. Calculating. According to my calculation, there is only a 30% chance to win this fight alive. Be very careful. 30%? Nicht so gut. Oh, aber das Geläge muss ich erstmal hinbekommen. Okay, das stelle ich kurz ein. Und dann bis gleich. So, ich habe wieder eine halbe Ewigkeit gedauert. Wahrscheinlich wieder eine Stunde, um das zu fixen. Lösung war, einzigste Lösung, Super Sampling lassen auf 60%, aber internes Spiel-Supersampling von 1,6 auf 1,4. Somit bin ich glücklich, sieht nicht scheiße aus. Und die FPS halte ich bei 45. Jetzt können wir loslegen. Ein bisschen getestet. Sollte eigentlich stabil laufen. Ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Das ist unser Ziel, da müssen wir rein. Ich bin mir nicht sicher, ob die freundlich sind. Ja gut, ich bin sicher, die sind freundlich. Beim Testen habe ich mich selber gespoilert und die sind freundlich. Es sind aber auf jeden Fall mehr als drei. Wenn wir das mal testen, ich glaube, 2, 4, 6... In Gebäuden sind auch nochmal 6. Sagen wir 7, 8. 8. Ich glaube 6 Dart Gutsies und 3 Mr. Gutsies. Also, es würde mich mal interessieren, wie viel. Was für eine Chance hätte ich? Give me a combat chance. Okay, give me the variables. 6 Dart Gutsies. And free Mr. Gutsy. Calculate environment value around building.
calculating. According to my calculation, there is only a 7% chance to win this fight alive. 7%. 7%, Leute. Na, das hätte ich nicht überlebt. Nee. Aber wir gucken uns jetzt mal hier ein bisschen um. Die sind ja friedlich. Hier passiert mir gar nichts. Vielleicht finden wir hier irgendwelche Sachen. Ich habe keine Ahnung mehr, was für uns nochmal relevant war. Ich meine, Duct Tape ist immer relevant. Hier ist Fuel. Military Gate. Ah, das ist, da ist eine Lupe drauf. Die ist, das ist wichtig. Alles, was Lupe hat, ist wichtig. Bottle Cap, Munition. Ja. Können wir das? Das können wir. Okay. Ah, fast. Yes. Schlösser knacken. Kann ich immer noch. Sehr gut. Nicht immer noch der Held. Der Held der Schlösser. Also, das doch, müsste doch gehen. Boah, ich schieb schon gar nichts mehr. Nicht am Überlegen, welche Taste für was ist. Ah, wieder was zum Knacken. Na komm. Yes. Yes. Duct Tape. Viel Platz haben wir. Ja, gut, 100 ungefähr. Da können wir raus, aber das gibt Experience. Ja, ich hoffe, das wird jetzt keine nur Schlösserknacken-Folge. Dann ist auch was passiert. Schon allein für das FPS-Problem mit so viel Zeit verschwendet. Oh, das holen wir wieder rein. Gucken uns jetzt hier nochmal schwind um. Ja, die sind deaktiviert. So, Munition ist immer gut. Da hat sich das schon gelohnt für Munition. Also es ist wahrscheinlich so eine kleine Mr. Gutsy-Siedlung, wie es aussieht. Hallo? Not today. Well, come back soon. All employees, report suspicious behavior to the director immediately. Ja, ist erträglich, das Jittering. Ich hoffe für euch auch. Was haben wir hier? Hallo? Munition. Ja, danke. Da ist nichts drin. Aber danke. Wow! Was? Warum? Was ist los? Warum greift er mich jetzt an? Okay, gut. Keiner greift mich an. Wollte er mich in die Luft jagen und war dann sauer, dass ich da ihm zuvorgekommen bin, oder wie? Ich weiß nicht. Das ging mir jetzt gerade alles zu schnell. Okay. Zurück zum Business. Hallo. Wir 10. Haben wir so ein Ticket?
47. 15, vielleicht finden wir hier noch eine bessere. 22. 22, okay. Das machen wir. 16. 16. Ich habe 22. Gleich haben wir's. Noch ein bisschen. 18, noch 4. 22, Alex, 22. Ich bin so verpeilt, ich vergesse das immer. 22. Ja, 22, come on. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. 22 habe ich. Let's try this again. Nein. Jetzt habe ich so lange gewartet. Ach, come on. Scheiße, ey. Alles umsonst. Na gut. Dann zurück zur Mission. Wir müssen dort rein, scheinbar. Achso, da. Hier gehen wir nochmal kurz rein, was der zu bieten hat. Hallo? Oh, da eilt er. Hallo? Oh, da war die Wand. Okay, scheinbar bemerkt er mich nicht. Mal hier. Scheiße. Hallo? Who's there? Are you. Are you a customer? Now you listen. Na, kommt drauf an. Every single item in the store is exactly where it belongs. Exactly. It's taken me years to get it all in order. You can look in. Ja, Zeit hattet ihr ja genug. But don't touch anything! Ja, okay. Uninteressant. Ich trage hier keine Klamotten, die nur Fashion-Aspekte haben. Okay, also wir müssen jetzt... Ah, hier ist die Note. Oder müsste ich... Ah, da. Hell yeah. You've collected a piece of blue tape. I see you. I've hidden 4 pieces of the finest blue tape around this area. If you can find them all, I will place a gift for you up in the tower. You won't see me, but I can see you. I know if you have found them all. Okay. Ob ich das finde? Ah, eigentlich kann es nicht so schwer sein. Es sind blaue Dinger. Die Farbe der Umgebung ist braun. Sorry, Leute. Also das muss ich schaffen. Das könnte jetzt etwas dauern. Wir gehen auf jeden Fall noch mal ins Gebäude rein. Lauf mal eine schnelle Runde hier rum. Wenn ich es dann nicht finde, werde ich die Aufnahme pausieren und euch dann quasi die Suche ersparen. Aber vielleicht finde ich auf Anhieb schon welche. Also 4 Stück, das wird ja wohl machbar sein. Es könnte sein, dass die an den Häuserwänden dran ist, sind. So wie bei dem ersten. Oh, da waren die. Ah, ja. Na, mach's doch. Hell yeah. Noch eins. Also ich denke mal, in jedem Gebäude ist eins versteckt. Theoretisch sollte das eigentlich auf die Schnelle gehen. Vielleicht kann ich ein bisschen was erzählen. Ich weiß noch nicht, was ich reden soll. Also ich habe eigentlich eine lange Pause gehabt bezüglich Fallout 4. Da
irgendwie der Reiz verloren gegangen ist. Ah, da ist das nächste. Aber so langsam. Munition. Aber so langsam komme ich wieder. Mich wieder auf. There we go. Den Geschmack. Vor allem die Story reizt mich jetzt schon. Und die Visionen, die ich habe, die ich in dieses Spiel setzen wollte. Und dementsprechend werde ich das wieder weiterverfolgen. In der Hoffnung, dass der Reiz nicht so schnell wieder verfliegt. Nee, das wird geklaut sonst. Ja, keine Sorge, ich klaue hier nichts. Ich suche hier nur blaue Sticker. Beziehungsweise Klebestreifen. Ich werde hier nichts anderes entwenden. Auch wenn ich könnte. Also eins fehlt uns noch. Bin nicht sicher, ob man hier bei diesem oder? Eins? Mal gucken. Ja. Eins fehlt noch. Juch, beruhig dich. Hier können wir noch mal reinschauen. Hier haben wir noch nicht richtig geschaut. Sind wir gleich rausgegangen. Also ich werde, denke ich mal, nur eine Handvoll Folgen machen. Wieder 4, 5, vielleicht auch 6 Folgen. Bevor wir was Neues aussuchen für Straight Wednesday. Erzähl weiter. Nein. Kurz hier rein. Bin mir nicht sicher, ob ich hier rein darf. Einen kurzen Blick werfe ich. Oh, eins fehlt uns noch. Im Mittelpunkt vielleicht. Oder im Gebäude selber drin. Könnte natürlich auch sein. Und es wird langsam dunkel. Hier können wir irgendwie hoch, okay. Meinte er das mit dem Tower? Dass er hier was für uns verstecken möchte? Oh! Hallo! Da ist ein Tape. Das hören wir uns kurz mal an. Was ist das? Nee, das war ein Tape. Wo sind die ganzen Tapes nochmal? Ja, die Tapes sind schon hier. Ich hätte mir den Namen merken sollen. Da sieht man, wie verpeilt ich eigentlich bin. Oder sind hier die Tapes drin? Die Frage ist, wo sollten sie sonst sein? Ah. Hallo. Upsie.
Na, komm schon. Oder war das doch das Gallery? Nee, das da. Ich weiß nicht. Hallo. Halt it right there. I've been monitoring your approach. Impressive. Very impressive. For a low-life criminal. You've been watching me? Ah, ich muss gar nicht reden. State-of-the-art facility like the General Atomics Galleria wouldn't have proper surveillance equipment. And yet, despite all of my sensors, all of my robots, I still don't know why you're really here. Just what are you up to? Who are you working for? I want answers! Oh, schreit doch nicht so. Grand Reopening? Are you Grand Reopening Supervisor 18 Alpha? You're late. Yeah. Yes, that's right. Manual authorization of the Grand Reopening requires authentication. So I'm going to need to see your ID, sir. Here. Scanning. Error in scanning subroutine. Identity accepted on a provisional basis. Accessing protocols. All units, stand by for the grand reopening. Okay, was geht jetzt? Okay, also ich habe jetzt quasi die Kaufmeile in Anführungszeichen, neu eröffnet. Okay. Warum nicht? Dennoch fehlt uns ein Sticker. Ein einziger Sticker fehlt uns. Der ist hier bestimmt irgendwo, aber ich glaube eher in einem Gebäude. Hier waren wir. Ja, dann gehen wir mal ins Gebäude rein. Mal gucken, was uns erwartet. Vielleicht werden wir auch da ein bisschen fündig. So, ein blauer Kleber. Ja, danke, werde ich tun. Blau, blau, blau. Ein Schloss knacken. Oh Mann, gleich versemmelt. Nice. Nehmen wir gerade alles mit. Hallo. Ja, doch, der Laden ist jetzt auf, offiziell. Neu eröffnet. Okay, gucken wir uns die obere Etage an. Ja, ich glaube, heute passiert nicht viel, was mit Geballer zu tun hat. Sondern eine andere Schwierigkeit, mit der wir uns beschäftigen. Und zwar, wo ist der blaue Streifen? Also eigentlich sollte man das schnell sehen können. Der ist wahrscheinlich irgendwo richtig gut versteckt. Duct Tape. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber Duct Tape ist mega wichtig. Aha. Was kommt hier für so komische Musik?
Was ist hier? Ist hier irgendwas Besonderes? Was kommt es immer, wenn hier irgendwas Besonderes ist? Bla bla bla. Field Directives. Communication Logs. Okay. The Customer Relations Department, Dali, notes the concerns detailed in your recent reports. However, your intervention are an unexpected variable not accounted for in the robot's original programming and may be responsible for the behavioral cascade, blah 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 blah. Gehen wir gleich zum letzten. You are to make your way to the director's office in the statue. Identify yourself as guard reopening or repent your ID. The protocol. This will trigger a series of firmware updates that should resolve the cascade value and restore the robots to normal operation. Extreme caution is advised. We believe that the director has also been compromised and may have been responsible for the death of the procedures. Okay. Effective immediately. The Galleria is closed until further notice. You are then notified the director and observed the immediate and complete shutdown of the entire center and its staff. If you believe the director has been compromised, you may disable it and use the DMS override terminal in its office to trigger an emergency manual shutdown of the entire Galleria. Die Frage ist, warum? Okay. Müssen wir das tun? Müssen wir den General ausschalten? Ich meine, warum? Warum? Er macht ja nichts. Natural Bolt. Ach du Scheiße. Aber... Richtig. Das ist meine Kiste. Hallo. Board, mach mal raus. Es wiegt mir zu viel. Ja, drei, aber trotzdem. Oh, um einiges besser. Gucken. Chest Piece. Was ist das da? Gott, ich blick da schon nicht mehr durch. Ja. Ich behalte meins. Bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich besser ist. Oh, ein Mikroskop, ey. Das nehmen wir mit. Das ist aber mega selten, glaube ich, Mikroskope. Na, danke. Oben waren wir... Nur noch eins fehlt. Einen Rolling Ball brauchen wir nicht. Aber ist es jetzt eigentlich eine Mission, ihn auszuschalten? Ich glaube eigentlich nicht. Wir haben einfach nur das Passwort. Gift from the sky. Einen einzigen. Na gut. Es ist eh dunkel. Lass es kurz hell werden. Pausier den Spaß.
Und dann komme ich zurück, wenn ich davor stehe und es... Ich weiß nicht, wie lange es dauert, deswegen will ich das für euch skippen. Finde ich umsonst warten müsst. Bis gleich. Ja, ich hab's gefunden. Ja, ich gebe zu. Ich hab's versucht. Ich hab alles durchschaut, aber nichts gefunden, also musste ich googeln, was aber auch eine Suche wert war. Denn ich habe rausgefunden, dass dies keine offizielle Quest ist, sondern von der Mod. Und es mehrere Art von diesen Quests gibt, um diese besonderen Waffen zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz, hier ist es drin, ich habe es auch schon erblickt, ihr habt es wahrscheinlich vielleicht auch schon gesehen. Schon mehrmals und ich habe es nicht gesehen. Genau vor mir, dieses kleine Stück, hat sich das letzte Piece versteckt. Collect your reward. So, oben im Tower. Auf der Suche nach diesen Tapes habe ich mir überlegt, soll ich den Roboter eigentlich deaktivieren? Und ich bin zum Entschluss gekommen, nein, ich werde es nicht. Denn warum? Das ist deren Gefilde, die sie beschützt haben über die Jahre. Und warum sollte ich denen das wegnehmen? Was schwimmt denn da? Ohne Sniper könnte ich gebrauchen. Habe ich eine? Das sind nur Reflexionen. Okay, aber auf jeden Fall ist das unsere neue Waffe. Ich war gespannt. Wow. Bluebird. Nice. 41. Nicer Scheiß, ey. Critical Shots do double damage. And the critical meter feels 15% faster. 556er Munition. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn ich cheaten musste. Aber ich hätte ja ewig gesucht dann danach. Wow. Und unsere Lieblingswaffe ist... Ja, die haut rein. Mit einem nicen Zielfernrohr? Aha. Blau. Wow. Ja, die ist nice. Die ist sehr nice. Die gefällt mir. Deswegen auch das blaue Tape. Okay. Aber dafür brauchen wir erstmal Munition. Das könnte ein bisschen dauern. So, dann bleiben wir natürlich bei diesem Liebling. Ja, was soll ich sagen? Diese Gegend haben wir befreit von keinem Übel, aber dafür von blauem Tape. Und dann bin ich gespannt, wo es uns als nächstes... Ich glaube, wir gehen dann nach Osten weiter. Uns die Karte anschauen. Ist im Norden eigentlich nichts mehr. Der Radar sagt nichts. Aber da ist unsere nächste Quest. Dann werden wir das machen. Apropos Quest. Wir alle mal aktivieren. Und dann sehen wir die auch auf der Map. Dass wir nichts verpassen. Dafür haben wir unseren Scouter hergestellt. Und dann geht's da nach Osten. Quasi in die Richtung. Gut. Dann ab zur Atmod. Ein langer Weg für knapp 35 Minuten Aufnahme. Fallout 4 hat irgendwie was Langwieriges. Manchmal passiert was und manchmal nicht. Heute ist halt mal nichts passiert. Aber dafür haben wir Blue Tapes gesammelt und eine neue, schicke Waffe. Die gefällt mir. Und ich bin gespannt, was uns beim nächsten Mal erwartet, wenn wir jetzt weiterspielen.
wir schauen mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.